Nach dem Hackerangriff auf den Bundestag bemüht sich die Verwaltung des Parlaments um Aufklärung. Nach einer Sitzung des Ältestenrates hieß es am Abend in Berlin, in den vergangenen 2 Wochen habe es nach bisherigen Erkenntnissen keine Datenabflüsse mehr gegeben. Das bedeute aber keine Entwarnung. Wer hinter der Cyberattacke steckt, ist noch unklar. Es gibt Vermutungen, dass ein ausländischer Geheimdienst verantwortlich sein könnte. Auf höchster Ebene beschäftigte sich heute der Bundestag mit der Cyberattacke. Ein Schadprogramm ist tief in das Computersystem eingedrungen und übernahm sogar Administratorenrechte. Es ist ganz offensichtlich der schwerste Angriff auf den Deutschen Bundestag, möglicherweise auf öffentliche Institutionen in unserem Land insgesamt. Allerdings, Daten und auch der E-Mail-Verkehr, so heißt es, seien nur in wenigen Einzelfällen abgeflossen. Seit 2 Wochen wurde nichts mehr Verdächtiges bemerkt. Doch das Schadprogramm ist noch vorhanden. Jetzt wird die IT-Infrastruktur neu aufgespielt. Sie müssen sich nicht vorstellen, dass hier jetzt demnächst vor dem Reichstagsgebäude eine Schrotthalde mit 20.000 Rechnern aufgetürmt wird und sämtlichen Servern, die ausgetauscht werden, sondern es sind einzelne Teile in der IT-Infrastruktur, die auszutauschen sind. Bei der Abwehr der Cyberattacke arbeiten die Fraktionen eng zusammen. Der Bundestagspräsident rief die Abgeordneten zur Vorsicht auf. Das System ist ja nicht abgeschaltet, es ist auch nicht nutzbar, aber wir haben damals wie heute darauf hingewiesen, dass jeder wissen muss, dass wir unter erschwerten Bedingungen arbeiten und dass es noch mehr Grund als ohnehin gibt, mit sensiblen Informationen und Daten auch besonders sorgfältig umzugehen. Die Qualität des Angriffs weist auf einen ausländischen Nachrichtendienst hin, doch einen letzten Beweis wird es möglicherweise nie geben. Noch etwas anderes ist beunruhigend. Ein Parlament braucht ein offenes IT-System. Die Abgeordneten wollen schließlich kommunizieren. Doch so ein offenes System, sagen Experten, ist gegen die heute üblichen Hackerangriffe kaum zu verteidigen. Nicht nur der Bundestag ist Ziel von Cyberangriffen, auch andere Behörden und große Unternehmen stehen im Fokus von Hackern. Viele von ihnen tun nach Einschätzung von IT-Experten zu wenig für ihren Schutz. Dabei sei die Bedrohung im Netz so groß wie noch nie. Mithilfe von Trojanern dringen sie ein in Firmen- oder Behördennetzwerke. Trojaner, das sind kleine Spionageprogramme von Hackern. Die Programme kopieren im Hintergrund unbemerkt Dateien, darunter möglicherweise auch geheime Dokumente. Die geklauten Daten gehen oft ins Ausland. Doch wohin genau, lässt sich kaum sagen. Führt zum Beispiel eine Spur nach China, könnte der Angriff einfach nur über einen chinesischen Computer geleitet worden sein. Die Hacker haben die Daten vielleicht ein paar Mal um die Welt geschickt. Solche Datenströme untersuchen auch IT-Sicherheitsfirmen. Sie stellen fest, für Unternehmen in Deutschland sind die Angriffe ein immer größeres Problem. Jedes zweite Unternehmen ist von Wirtschaftsspionage oder Datendiebstahl betroffen, vor allem Mittelständler mit wertvollen Geschäftsgeheimnissen. Deshalb raten Sicherheitsexperten: Alle Geräte, die eingesetzt werden, sollten geschützt werden, das heißt PCs, Server, Smartphones. Aber zum anderen ist der Mitarbeiter auch sehr wichtig. Heißt, man sollte Mitarbeiter schulen, über mögliche Angriffe informieren. Eine besondere Gefahr droht, wenn Mitarbeiter im Büro ihre privaten Geräte nutzen. Denn wenn infizierte Tablets, USB-Sticks oder Smartphones mit dem Firmennetzwerk verbunden werden, können sie Viren oder Trojaner übertragen. Eine Sicherheitslücke, die vielen Firmen zu schaffen macht. Wo sind die Schwachstellen in Computernetzwerken und wie können sich Unternehmen und Behörden besser vor Hackerangriffen schützen? Auf tagesschau.de finden Sie dazu ein Interview mit einem IT-Sicherheitsexperten.